So, herzlich willkommen hier beim Spiel Baboon. Baboon, der Affe. Ja, sah im Video cooler aus, als es wirklich in Wirklichkeit ist. Also, das ist ziemlich schwer. Na gut, jetzt kommt hier erstmal ein bisschen Gelaber. So, Mini Six, so, man, jo, angezockt erstmal. So, guten Tag euch. So, was wie immer. So, ja, jetzt kommt hier ein bisschen Gelaber erstmal. Jetzt wird die Geschichte ein bisschen vorgestellt. Ja, tja, Mombili. Ach, der Typ ist mal auch, ja. Oder? Ja. Nee, das ist der Bösewicht. Also ich weiß nicht, ob es Endgegner oder sowas gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man jetzt hier so mehrere Stages machen, halt hier so, dass hier, da wo da so Felder sind, wo da nichts ist, da ist nichts. Halt, da gibt es in jedem Level auch Bananen, wo man einsammeln kann, halt. Und ja, dann kriegt man irgendwann wahrscheinlich noch andere Sachen, außer als Bomben. Vielleicht wird das Spiel auch dann interessanter, halt. Boah, läuft die ganze Zeit die Nase, ey, sind ja scheiß Leute da draußen. Naja, so, das hier ist jetzt hier der erste Level. So, und geht darum, jetzt hat man nur die Bombe. Wahrscheinlich kriegt man später andere Sachen. Dann wird es wahrscheinlich echt interessanter. Also, das kann man hier mit der Bombe halt machen, dass man irgendwie ein bisschen da hochkommen. Man sprengt sich selber eine Bombe und den Arsch weg, für nach oben befördert zu werden. So, ja, Tatsachen halt. Ja. War auch das erste Mal, deswegen muss man erstmal, tja, raffen, genau wie man das macht. Man kann einfach machen, dass der weiße Ding nach oben zeigt und je nachdem, wie weit der Strahl ist oder wie hoch, so fliegt er dann auch nur da gegen die Wand, dann wird er quasi abgeprallt, ja, so müssen wir es quasi da hoch. Und da kann man auch versuchen, jetzt die ganzen Bananen da einzusammeln. Aber man hat ja da oben links sieht man ja, wie viele Bananen es gibt im Level und wie viel Zeit man hat. Also, und dann später kriegt man quasi, es ist so wie so ein Ranking halt. Also man sollte es schon schnell machen und einfach nur ein paar einsammeln. Oder am besten alle, so schnell wie möglich alles. Und naja, ist auch wahrscheinlich spannend möglich. Also jetzt ist halt erst, ja, hier hat man rechts, sieht man die Kraft von der Bombe. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, und dann kann man auch Objekte noch einsammeln. Okay, habe ich noch keinen gesehen. Naja, und wie man gerade sieht, das ist gar nicht so leicht. Und, aber was er später gedacht hat, natürlich kann der Affe noch sich noch bewegen, also der kann nicht mehr bomben. Also er kann auch nach links, nach rechts gehen, das kann der, aber sonst kann er nichts. Also springen, also er geht nicht, da muss man mit dem Bomben machen, aber auf jeden Fall kann er nach links und nach rechts gehen. Das habe ich erst, naja, am zweiten Level erst gesagt. Ja. Also halt ist so noch ganz interessant, halt. Da, dann muss man einfach nur bis da hoch, wie gesagt, erste Level gepackt. So, dann gibt es dann hier. Ja, hier Ranking halt quasi, wie man gepackt hat. Und da sieht man da genau, was man bekommen hat, was noch fehlt. Natürlich kann man die Levels auch immer wiederholen. Und dann gibt es noch andere Stellen, da kann man einfach nur mit irgendwelchen Leuten in Häusern reden und so weiter. Naja. So, jetzt geht es schon darum, jetzt muss man hier schon den Stachelbeeren da ausweichen. Und naja, jetzt habe ich gedacht, dass man das nicht bewegen kann. Den Level habe ich dann auch jetzt, ja, so lang versucht, wie ich ihn gepackt hat. Alles ganz interessant, aber hier auch die Trophäen, die sind alle bei unter 1%. Alle. Also, man muss eigentlich nur mit dem die erste Welt schaffen, da hat man quasi die erste. Und dann, der geht dann bis Welt 10 oder so, Welt 8. Und, ja, noch gut. Paar andere Sachen, aber auf jeden Fall, die sind alle 0,3, 0,4% und so weiter. Weiß nicht, also allein für die Trophäen hätte ich jetzt darauf nicht gerade viel Lust. Da steckt mir wahrscheinlich zu viel Zeit rein und ich will hier, dass er nicht immer ganz so genau geht, wie man will. Da hat man gerade gesehen. Ja, da kann er mal da oben bleiben, ja, auch schon ganz knapp das war. Deswegen, das klappt nicht alles so genau, wie man will, deswegen. Das war mal eine coole Idee. Kann auch sein,
wenn man ein bisschen weiter gespielt hätte, dass man dann andere Gegenstände hat, außer die Bombe, dass man dann das dann richtig interessant ist. Also so sah das auch in dem Video aus. Da hat man nicht nur die Bombe gesehen halt. Deswegen fand ich das ganz interessant. Ich habe schon gedacht, komm ruhig mal mit. Aber als eben Angebot für 1 Euro erwartet, sonst wird noch 10 oder 15 Euro kosten oder Kram. Ja. Naja. So, hier habe ich dann gesehen, da kannst du hinten noch auf der Stein auch drauf. Muss man auch quasi. Ich hätte jetzt auch von hier nach rechts auf den Stein springen können, also über die zwei Stachelbeeren. Aber das habe ich nicht gescheckt. Ja, wollte ich auf die Oldschool-Art machen. Ja, oder auch nicht. Ja, naja, ja. Klappt nicht immer so ganz. So, jetzt hat man wenigstens ein bisschen geklappt. So, von oben. Ab, rauf, wenn man die Treppe rauf. So, ja. Alles klar, sehr gepackt. Ja gut, so war das Spiel, aber mir ist trotzdem gefallen. Ganze Schulden. Die Leute, die Geduld haben, soll ich ruhig schulden. Ja gut, ich nicht. Naja, euch noch einen schönen Tag, mal wart hier mit. Dann bis auf jeden Tschüssi. Bis dann.